Hey, willkommen zu einer neuen Folge Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Warum ich hier auch jedes Mal in der Hocke bin, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall unsere wunderschön angestrichene Mother Base. Was wird eigentlich hier schon wieder gebaut? Bin mal gespannt, wann ich da oben in den Turm reinkomme. Und wann es überhaupt hier losgeht mit anderen Mother Base infiltrieren und so. Gut, ich rufe erstmal den Lärmmacher hier. Please the landing zone. Roger. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Okay, der fliegt da irgendwo los. Hä? This is B-Quad. Have arrived at LZ. We'll stand by. Ich finde, das macht extrem viel Lärm. Egal, ob meine Kopfhörer richtig eingestellt sind. Jedes Mal, wenn der Helikopter kommt, dann... Was ist das hier eigentlich? Ah. Jetzt kann ich hier direkt anwählen, oder was? Das geht aber, wenn ich in Afghanistan bin oder so, nicht. Habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Egal, heb ab. Von hier könnte der abheben. Ich weiß nicht. Wenn ich den Heli nicht rufe, weiß ich nicht, wo er steht. CQC verhören. Kenne ich schon. Tagesbonus erhalten. Okay, werde ich erstmal die Belohnung holen. Was? Belohnung externer Auftrag? Mal 4. Was? D. Rang D. Ernsthaft? Okay. Und biologisches Material mal 5000 Tagesbonus. Bericht. Ja, weiß ich schon. Ist scheiße. Karte, Missionen, externe Aufträge. Please select a mission. Was? Wiederherstellen? Die DMZ wiederherstellen. Was auch immer das ist. Freiwillige D bis E. Ach du Scheiße. Biologisches Material. Was? Schwarze Karotte. Okay. C bis E. Einfaches Material. Bauplan. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Baupläne kann ich immer gut gebrauchen. B bis D. Bringt gar nichts, wenn ich hier jetzt irgendwas umändere. Also nehme ich mal die schlechtesten. Erfolgswahrscheinlichkeit bleibt bei 95%. 89, 95. Unit dispatched. Okay, machen wir das mal so. Kann ich hier noch? Okay, keine Einheiten zum Entsenden mehr. Kassetten. Oh Mann, wenn ich mir das alles anhören würde.
Musik Afghanistan. Nebenoperation. 52. 51. Betäubungsanbauplan. Nehme ich doch mal. Echt? Muss ich hier 1000 Kilometer reiten oder was? Ich weiß nicht, das hier könnte ein Berg sein, der hier total alles versperrt. Probieren wir es trotzdem mal von hier. Hauptwaffe. Auf jeden Fall irgendwas mit Schalldämpfer. Nebenwaffe. Okay, das ist aber jetzt eine tödliche Waffe. Lieber eine, die nicht tödlich ist. Unterstützungswaffen. Kann ich hier was Neues ausrüsten? Natürlich nicht. Haben wir schon alles ausgerüstet. Gegenstände. Habe ich nur einen Gegenstand? Auch nichts. Werkzeuge. Gut, dann Charakter auswählen. Ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, dass man auch weibliche Soldaten irgendwo findet, aber wo? Ich fände es toll, wenn ich mal hier eine Frau finde, mit der ich mal zocken kann. War egal, wir starten am Morgen. So, Betäubungsanbauplan. Nebenoperation 6. Okay. Sich QC würgen. Muss ich auch wieder an Metal Gear Solid 2 denken. Da hat es doch richtig Spaß gemacht, die Soldaten alle zu verarschen. Boah. So viel Lärm. Mach den Helikopter aus, bitte. Da muss ich hin. Noch 1000 Meter, Alter. Nein, ich wollte absteigen. Ich wusste, es war eine scheiß Idee, weil ein Berg hier in der alles versperrt. Ich glaube, es ist auch eine scheiß Idee, hier lang zu reiten, weil mich jeden Moment hier ein feindlicher Soldat überraschen könnte. Weil ich muss jetzt wirklich mal hier leiser machen. Geht ja gar nicht. Mit dem Headset gucke ich auch noch Fernsehen, da mache ich es immer lauter, damit ich da was verstehe. Wenn ich die PlayStation 3 anmache, dann platzt mir gleich das Trommelfell. Okay. Wäre cool, wenn ich jetzt hier rumkommen könnte. Was ist das? Abgestürzte Helikopter oder was? Es ist interessant.
Na, leider kann man damit nichts machen. Wieso ist der hier abgestürzt? Liegt einfach mal so ein Heli-Frack. Auch gut. Leider gibt's hier nichts zu holen. Schade. Total ausgebrannt. Ob der jetzt zufällig hier liegt oder ob der hier liegen soll? Keine Ahnung. Ich muss erstmal versuchen, hier irgendwie drumherum zu kommen. Ich reite in die völlig falsche Richtung. Mann, was ist das hier nur mit den scheiß Bergen? Jetzt muss ich hier doch... Was ist hier? Okay, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, sind das hier alles Nebenmissionen. Muss ich jetzt hier drum herum reiten? Was ist das für Müll? Hier ist auch noch ein Panzer. Gar nicht gesehen. Wenn mal funktionierende Helikopter oder Panzer hier stehen würden. Komm, du kommst hier die Steinchen hoch. Mir gefällt das hier schon mal gar nicht, dass hier so viele Berge sind. Sowas wie Felder kennen die hier gar nicht, oder wie? Alles Müll. Muss ich jetzt erstmal wieder umständlich in den Heli einsteigen und dann wieder alles komplett neu auswählen. Hier hochklettern kann ich nämlich nicht. Okay. Ist mir jetzt scheißegal. Das würde mir viel zu lang dauern. Mach hinne. Ich muss ja weg. Und weh, ich kann jetzt nicht hier direkt wieder Landeszone auswählen, wie auf der Base. Heilpflanze entdeckt. Type of medicinal plant. It contains trace amounts of a benzodiazepine derivative that's the active ingredient in pentazamin. Wenigstens ein gutes hat's, dass ich hier war. Ich habe Heilpflanzen gefunden. Ich höre den Heli schon. Wo ist er? Da. Jetzt lass mich hier auswählen. Ich kann nicht auswählen. Warum kann ich hier nicht auswählen? Was soll das? Ich möchte hier eine Landezone auswählen. Warum kann ich an der Base eine Landezone auswählen? Auf der Base kann ich auch rumfahren. Dann bin ich auch schnell an meinen nächsten Zielort. Warum kann ich hier nicht eine Landezone auswählen?
Extraction arrived at Mother Base. Was? Ein Mitarbeiter? Development project has been added. Kehle durchschneiden. Mann, das dauert hier viel zu lange. So, Nebenoperation nochmal auswählen. Please select a landing zone. Dann muss ich diese Landing Zone auswählen. Deploying. Viel zu umständlich. Wieso kann ich an der Base eine neue Landezone auswählen und hier muss ich erst wieder die Mission auswählen, bevor ich irgendwo landen kann? Logik. Hallo, wo bist du? Afghanistan, Norden von Kabul. Man könnte auch schreiben, irgendwo in den Bergen. Bin ich genauso schlau. Es gibt hier wirklich viel zu viele Berge. Und warum habe ich immer nur so wenig Munition dabei? Das ist unfair. Und tschüss. Jetzt muss ich auch den Ort wieder neu markieren. Warte mal, ist vielleicht noch irgendwas in der Nähe? Genau, zum Beispiel das hier, was ist das? Ich hab keine Ahnung, was hier... Unglückshund. Toilette. Hier sind sogar die Toiletten eingezeichnet. Das ist ja witzig. Also wenn wir schon mal in der Nähe sind, nochmal Unglückshund. Los. Marker placed. Ja. 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 Enemy creep detected. The map has been updated. Was? Wie? Was? Einheiten zusammenstellen und auf Mission schicken? Jetzt. Bauplan erhalten. Was für ein Bauplan? Externe Aufträge. Werde ich jetzt dazu gezwungen oder was? Hallo? Please select a mission. VIP-Sicherheit. Externen Auftrag wählen. Die Belohnungen für externe Aufträge sind je nach Ziel und Schwierigkeitsgrad unterschiedlich. Schauen Sie sich die Erfolgswahrscheinlichkeiten, vorausgesagten Verluste und Belohnungen der verfügbaren Mission genau an, bevor Sie entscheiden, welche Sie annehmen. Ich würde jetzt hier Schwierigkeit S auswählen. Einheit zusammenstellen. Sind jetzt wieder alle da oder warum kann ich die jetzt wieder alle auswählen? Eigentlich ja nicht. Dächtig. Personen auf Mission entsenden, ja. 5 Minuten. Okay. Wo? Ich hatte noch 2 andere Aufträge. Jetzt externe Aufträge. Nochmal. Please select a mission.
Was ist mit den anderen Aufträgen, die ich vorhin angenommen habe? Läuft. Ach so, Erfolg, Erfolg, Erfolg. Alles klar. Gut zu wissen. Enemy presence detected. The map has been updated. Scheiße, 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 scheiße. Kommt irgendwo was angefahren. Analysis complete. C. Okay. Enemy presence detected. The map has been updated. Was? Da hat gerade irgendjemand was gesagt. Okay, das ist Radio. The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. B. Du Scheiße. Was muss ich jetzt hier eigentlich tun? Nebenoperation. Welche sind das? 61 Unglückshund. Marker placed. Ja, toll. Markierung setzen. Hab. Marker removed. Missionsdetails. Wo gibt's hier sowas? Gar nicht. Scheiße. Ich brauche ein Betäubungsscharfschützengewehr. Das würde mir übelst weiterhelfen. Ja, da ist das Auto. Analysis complete. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich hier tun soll. Muss ich einen Hund rausholen oder? Ich meine, ich habe jetzt das Lösungsbuch hier neben mir liegen, aber ich bin gerade zu voll, da reinzugucken. Oh. Analysis complete. C. Marker placed. Hier nicht schon mal? Kommt mir doch schon ein bisschen bekannt vor hier. Der hat ein B. Ich glaube, das sieht jetzt jemand. Scheiße. Hallo? Ich dachte schon, der will jetzt nicht mehr zielen. Analysis complete.
Hallo, zielen! Da kommt schon der nächste. Okay, der kommt von einer anderen Richtung. Hallo? Was machst du? Kommst du oder kommst du nicht? Ah, genau, weich aus. Wo kommt jetzt noch einer? Okay, die liegen jetzt hier alle auf der Treppe, oder? Umso weniger können wieder aufwachen. Wo? Da. Und der dort. Der hat mich schon gesehen. Na komm her. Das war direkter Kopfschuss gerade. Clouds approaching. Scheiße. Den muss ich genau in die Fresse schießen. Oder so. He's coming too. Roger that. Ist das denn der letzte oder? Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Was war das für eine Nummer? 161 oder so war das. Unglückshund 01. Hä? Ich mach gar nichts. Controller gerade verrutscht. Ah, da ist noch einer. Ich glaube, ich muss weiter unten suchen. Was ist das hier eigentlich für eine Waffe? You gotta extract him.
Ist das ein Scharfschützengewehr? Krass. R1 antippen, Kamera wechseln. Okay. Zoom mal 4. Sogar mit Laser. Ist mal stark. Oh, hier gibt's wieder Materialien. Gucken, ob ich hier irgendwo einen Hund finde. Auf jeden Fall sehr viel Material. Kann ich alles sicher gut gebrauchen. Gucken, ob ich danach die Base wieder ausbauen kann. Schade, hier geht's schon wieder nicht weiter. Was steht da? Ich suche jetzt hier unten nochmal alles ab. Und wenn es nur Materialien gibt, das hilft mir schon extremst weiter. Das hier könnte eine Krankenstation sein, wie es aussieht. Ich glaube mal, diese Mission hier dient nicht der Materialbeschaffung. Oh, Scheiße. Falsche Waffe. Alter! Mann, wegen so einem Scheiß hier! Alter! Von wo schießen die denn noch? Wegen so einem Scheißfehler jetzt. Die ganze Zeit schaffe ich hier unentdeckt zu bleiben und dann falsche Waffe ausgewählt. Okay, das waren alle. Es gibt keine mehr. If he's on the brink of death, it's hard to say whether he'll survive a full extraction. If you have to extract someone who's on the verge of death, you better use the chopper. But if you're gonna carry them, put him to sleep first. You won't get far if you have to fight them every step. 30%. Ich glaube, das steckt fehl. Extraction failed. Jawohl. I'm sorry, boss, but the extraction failed. The support unit just isn't skilled enough. No, here's up. Increase the success rate of Fulton extractions in bad weather. You need to improve the support unit. That's the target. Ach so, das ist das Ziel. Alles klar. Also einfach nur Typ rausholen. No, no. 100%, ne? Und tschüss. Side op completed. Side op's list updated.
extraction arrived at Mother Base. It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Development project has been added. Okay. Wie minus. So, immer noch betäubungsarm. Ist immer noch markiert. Caution, sandstorm approaching. Ach, scheiße. Warte mal. Kann ich jetzt hier irgendwie Schrauber? Please select a landing zone. Komme ich immer noch nicht näher ran. Aber ich kann hier direkt einlanden lassen. Ach, scheiß Sandstürme, ey. Welche Richtung muss ich? Okay, in diese Richtung. Die geht's nicht. Erstmal zurück auf die Straße. Gut, jetzt in diese Richtung. Alles klar. Dann werde ich erstmal die Folge hier beenden und dann. Sobald der Sandsturm vorbei ist, geht es hier direkt weiter. Also, bis dann.